Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Balding und schön bist auch du heute wieder dabei. Heute schauen wir auf ein wahnsinnig spannendes 2018 zurück. Es ist unglaublich, was alles passiert ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mein 2018 war beruflich wie privat sehr turbulent. Ich hatte sehr viele Höhen, aber auch sehr viele Tiefen. Ich würde behaupten, und ich tue behaupten, es war nicht mein bestes, aber auch nicht mein schlechtestes Jahr. Was ich aber sagen kann, ist, es war das Jahr, wo ich ganz bestimmt am meisten gelernt habe. Einerseits habe ich im 2018 realisiert, um was es im Leben wirklich geht. Ihr werdet jetzt ein bisschen lachen, weil ich bin 39 geworden und ist sicher ein bisschen länger gegangen als bei den anderen, aber für mich ist 2018 ein Jahr von der Erkenntnis gewesen. Ich habe realisiert, dass es im Leben darum geht, dass man auf die Familie schaut, dass man sich um die Freunde kümmert und dass man eigentlich das probiert zu machen, was einem richtig viel Spass macht. Genug lang bin ich dem nachgerannt, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, und zwar einen gewissen Status. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das Leben geht darum, dass man sich in der Gesellschaft einen wahnsinnig guten Stand erarbeiten kann. Im 2018 habe ich aber gelernt, dass es darum geht, dass es da einem im Herzen richtig gut geht. Und das ist das, was ich auch in Zukunft gerne möchte weiterverfolgen. Und das ist das, was ich dir fürs 2019 eigentlich wünsche. Wenn du noch nicht gefunden hast, wo du hingehörst in deinem Leben, dann wünsche ich dir, dass du so eine Erkenntnis darfst haben, wie ich im 2018. Es ist unheimlich schön, wenn du realisierst, um was es wirklich geht und wie du dort herkommst, wo du wirklich möchtest sein. Es gibt nichts Schönes, am Morgen dürfen neben einer wunderschönen Frau aufzuwachen, die dein drittes Kind im Bauch trägt, wenn du sie anschauen darfst, wenn du mit ihr den Tag verbringen darfst und wenn du mit ihr durchs Leben darfst gehen. Es gibt nichts Schönes, als wenn deine Kinder zu dir kommen und dir eine Umarmung geben und sagen, hey Papi, ich habe dich gern. Es gibt nichts Schönes, wenn du am Morgen aufstehen kannst und das darfst du machen, was du wirklich von Herzen gerne machst. Bei mir ist das die Fotografie, bei mir ist das das Reden über Social Media und Fotografie, bei mir ist das ein Networking, bei mir ist das Zeit verbringen mit Familie und Freunden. Nimm dir doch einmal ein bisschen Zeit Anfangs 2019 und überleg, was dir wichtig ist im Leben. Und versuch irgendwann einen Weg zu bauen, der dich dorthin führt. Und hey, gib dir Zeit. Ich habe 39 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich wirklich weiss, was ich gerne machen möchte und wo ich gerne hingehen möchte. Also gib auch du dir ein bisschen Zeit und bist nicht traurig, wenn es 2019 vielleicht noch nicht das Jahr ist, wo du alles herausfinden wirst, wie es wird funktionieren und welchen Weg du musst gehen. Ich bin darum extrem dankbar, dass ich gewisse Menschen in meinem Leben haben darf. Einerseits ist das meine Frau Trajana. Und wer mich kennt und wer Trajana kennt, weiß, dass wir es nicht immer ganz einfach haben, aber wir haben einen Weg gefunden, glaube ich, jetzt in den letzten paar Monaten, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Sie ist schwanger, im Januar kommt das erste Kind für sie und das dritte Kind für mich auf die Welt. Und es wird eine wahnsinnig spannende und herausfordernde Zeit. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf, die Herausforderung mit ihr dürfen anzugehen. Und hey, ich bin ja nicht alleine. Meine zwei grossen Kinder werden uns ganz bestimmt dort auch unterstützen. Da bin ich auch dankbar für meine zwei grossen Kinder, weil die haben sich in den letzten 12 Monaten so wahnsinnig toll entwickelt. Ich bin so unheimlich stolz auf das, was sie erreicht haben, auf das, was sie geworden sind und auf den Weg, den sie eingeschlagen haben. Sie sind selbstständiger geworden, sie sind wiffer geworden, sie haben wahnsinnig viel gelernt und sie merken langsam auch, hey, das mag ich vielleicht nicht so gerne. Lass mich etwas Neues ausprobieren. Und das macht mich wahnsinnig stolz. Also, liebe Kinder, wenn ihr das seht, bitte bleibt auf dem Weg, wo ihr jetzt seid. Probiert Neues aus, seid mutig, macht mal etwas, was ihr sonst nicht würdet machen. Und ich bin gespannt, was das 2019 mit euch alles macht. Natürlich bin ich im 2019 auch anderen Menschen dankbar. Sie haben mich motiviert, unterstützt, sie haben ein offenes Ohr für mich gehabt und sind da gewesen für mich, wo ich sie gebraucht habe. Auch ganz ein grosser Dank gilt dem Team Zwilla. Zwilla ist die WG, die ich 4 Jahre von meinem Leben durfte verbringen. Sie sind sicherlich auch schuld daran, dass ich heute selbstständig bin und das darf machen, was ich wirklich liebe. Also merci vielmal dem ganzen Zwilla-Team, dass ihr mich die ganzen Jahre so unterstützt habt, motiviert habt, ein offenes Ohr gehabt für mich und immer da gewesen sind, wenn ich euch gebraucht habe. Ich hoffe, ich kann das über die nächsten Jahre so zurückgeben. Merci vielmal. Jetzt schauen wir aber einmal aufs 2019. Wie sieht es 2019 aus? Und ich sage euch, das wird ein verdammt spannendes Jahr.
Einerseits habe ich schon gesagt, ich werde zum dritten Mal Papi. Das wird sicher mein Leben ein bisschen drunter und drüber bringen. Es wird ein bisschen Turbulenzen geben, aber ich glaube, mit der Hilfe der Rayana werden wir das schon schaukeln. Ich freue mich auch ganz besonders darauf, dass wir den Content Creation Space starten. Das ist jetzt der Raum, wo ich drin bin. Also ihr seht, das ist eine Ecke vom Content Creation Space, wo ich gerne im 2019 möchte aufbauen. Es geht dort darum, dass wir euch dabei können unterstützen, bessere Content zu produzieren. Sei das Fotos, sei das Webinars, sei das so Film, wie wir es jetzt gerade machen, sei das Produktionen, sei das Audioproduktionen. Irgendwann finden wir ganz sicher einen Weg, wie wir auch dich könnt im 2019 unterstützen. Also bleibt am Ball. Schaut, dass ihr im Content Creation Space auf Instagram folgt, dass ihr euch beim Newsletter abonniert und dass ihr einfach einmal drin hineinschaut, auch persönlich vorbeikommt, bei uns in die Türen hineinlaufen und einfach mal Hallo sagen. Darum freut es mich besonders, dass ich sagen kann, dass ab dem 1. Februar 2019 Karin Bischoff 60% von ihrer Zeit im Content Creation Space wird widmen. Sie wird die sein, die euch da begrüßt, euch unterstützt, den richtigen Content für eure Kanäle zu produzieren. Was genau alles daraus schaut, kann ich euch noch nicht gerade sagen, aber hey, folgt dem Content Creation Space auf Instagram und auf Facebook. Tragt euch doch ein im Newsletter auf http://contentcreation.space. Dann seid ihr sicher die Ersten, die erfahren, wenn es tatsächlich öffentlich losgeht und wenn ihr den Raum könnt buchen könnt, um eure Inhalte zu generieren. Boris Baldinger Photography habe ich natürlich nicht vergessen und das wird ganz ein grosser Fokus sein im 2019. Ich möchte ganz viele neue Sachen ausprobieren, ich möchte Fotografie viel mehr Zeit einräumen und wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr das Gefühl habt, ich sei der Richtige, dann lasst mich doch das wissen und zwar unten in den Kommentaren oder auf hello@boris-baldinger.com. Es wäre wahnsinnig schön, wenn ich auch dich im 2019 dürfte porträtieren. Und dann wäre da noch Meetmaker. Auch Meetmaker ist sehr erfolgreich unterwegs. Naomi arbeitet schon seit einem halben Jahr zu 60% für Meetmaker und wir haben immer mehr Anfragen, wir haben immer mehr spannende Projekte. Auch dort wird 2019 extrem spannend. Wir haben gerade am 2. Januar ein Meeting, wo wir ein bisschen besprechen, wie es im 2019 wird weitergehen. Natürlich werden wir ganze 5 Instamit Zürich durchführen. Auch dort könnt ihr auf meetmaker.ch/instamitzh anschauen, wenn die Daten sind, weil die sind alle schon fixiert, und euch in Newsletter eintragen, damit ihr dort dann immer erfahrt, wenn dann das nächste Instamit ist und wenn die Anmeldung offen ist. So werdet ihr natürlich auch mitbekommen, was in diesem Bereich alles läuft, mit dem Influencer-Marketing. Wir werden uns weiterhin konzentrieren auf Hotellerie, Tourismus und Food. Workshops werden wir aber auch dort weiterhin anbieten für alle Branchen, also branchenunabhängig. Wo seht ihr eure Highlights vom 2018? Wo seht ihr eure Highlights im 2019? Was möchtet ihr erreichen? Lasst es mir wissen. Schreibt einen Kommentar oder tönt mich direkt auf WhatsApp oder via E-Mail kontaktieren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ich wünsche euch jetzt einmal einen guten letzten Tag im 2018 und ganz einen guten Rutsch ins 2019. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Ciao zusammen.